Mama, Mama, warum steht da ein Mann hinter dem Vorhang? Ich werde jetzt eine kleine Episode aus meinem schlimmen Tourleben erzählen. Das lasse ich lieber. Aber die Punchline war: Mama, da liegt ein fremder Mann in meinem Bett. Ja, fahrt nie aufs SMS-Festival, das könnte schief gehen. So, mit dieser gefährlichen Halbinformation, ich sage einfach noch, damit ich keinen Anwalt brauche, in dem Bett hat nie ein Kind gelegen. So, dann wäre das auch geklärt. Habt ihr noch einen gewissen Wunsch? Scrimo! Oh. Benutzt jetzt einfach die andere Gehirnzelle. Dann hatten beide was davon. Kanton, Keter! St. Pauli! Neu-Versüd! Okay, Gartenstadt fahren. Neu-Versüd ist das Franz-Schütter-Allee drüber oder Richard Bolian. Kurt-Schumacher-Allee. Achso, das Neu-Versüd. Also Berliner Freiheit ist. Okay, ich zelebriere, von Neu-Versüd kommen wir auf meine persönliche Berliner Freiheit. Ich bin nach 13 Jahren und ein paar zerquetschten Monaten aus Berlin wieder zurückgekehrt in die Heimat. Yes. Bremen, Digga! Bremen, Digga! Bremen, Digga! Bremen, Digga! Bremen, Digga! Und ich bin in Bremen-Osterholz groß geworden. Das ist dieses Dorf zwischen Blockdiek und Teneva im Bremer Osten. Und wenn ich dann mit der 25 oder der 1 in die Stadt fahren wollte, die 25 fuhr damals nur bis zur Bottropper Straße, das heißt, ich musste ewig weit laufen, deswegen bin ich mir mal mit der 1 gefahren und die wiederum führte mich an der Berliner Freiheit vorbei. Ich hab keinen Koffer in Berlin, denn ich wollte zurück in die Heimat ziehen. Say what? Ich hab keinen Koffer in Berlin, denn ich wollte zurück in die Heimat ziehen. Say what? Ich hab keinen Koffer in Berlin, denn ich wollte zurück in die Heimat ziehen. Say what? Ich hab keinen Koffer in Berlin, denn ich wollte zurück in die Heimat ziehen. Say what? Ich hab keinen Koffer in Berlin, denn ich wollte zurück in die Heimat ziehen. Say what? Ich hab keinen Koffer in Berlin. Berliner, ja, besoffen, Digga! Ich wollte zurück in die Heimat ziehen. Say what? Ich hab keinen Koffer in Berlin. Denn ich wollte zurück in die Heimat ziehen. Say what? Ich hab keinen Koffer in Berlin. Pass auf, jetzt mach ich gleich die Vocals weg und ihr denkt, ihr seid im Watergate. Say what? Das ist Berghain, Digga. Stimmt auch nicht. Aber man kann ja mal polemisieren. Ach, der Fader gibt schon auf. Er sagt, der Text war scheiße. Digga, du hast eine Meise. Dieses Gerät habe ich schon oft benutzt. Deswegen ist der Fader hier jetzt beschmutzt. Ich habe 5 Spuren, da kann ich was aufnehmen. Ja, das könnt ihr auch mal drauf sehen. Ich werde gleich kampflos aufgeben, denn ich will noch einen heben. Ich hab keinen Koffer in Berlin. Wollte zurück in die Heimat ziehen. Ich hab keinen Koffer in Berlin. Oh shit. Ich wollte zurück in die Heimat ziehen. Heimatgefühl, ja, das kennen viele AfDler, FDPler, Nichtwähler. Alle kennen das Gefühl, manche werden aus der Heimat vertrieben, weil die da irgendwie eine gewaltige Nummer schieben. Doch was soll das sein? Leute kloppen sich die Köpfe ein. Ein schlimmeres Ende, für das hätte ich mir nicht entscheiden können. Doch nun ist es mir rausgerutscht. Egal, ich nehme euch mit auf den Switch. Denn ich hab keinen Koffer in Berlin. Denn ich wollte zurück in die Heimat. In die Heimat, Digga! Ich hab keinen Koffer in Berlin. Denn ich wollte zurück in die Heimat. Heimat, das ist ja also was ganz, ganz Feines. Und damit keiner von euch jetzt mein Feind ist, umarme ich alle Delmenhorster und sag, ihr werdet eingemeindet. Da mache ich mir jetzt unter dem Bremenmann lauter Feinde.
Ich hab keinen Koffer in Delmenhorst. Zurück nach Delmenhorst ziehen. Delmenhorst war heute Abend stark überrepräsentiert. Das tut mir im Nachhinein fast leid. Aber ich hatte Freude, ich hoffe, ihr hattet Freude. Wenn ihr Lust habt, kommt den nächsten Samstag in den Karton. Da gibt's mehr davon. Und jetzt, bevor hier die Party absolut steigt, singen wir nochmal in diesem Schlager und der geht so. Ich hab keinen Koffer in Berlin, wenn die Freunde zurück in die Heimat ziehen. Hey, ich hab keinen Koffer in Berlin, wenn die Freunde zurück in die Heimat ziehen. Vielen Dank, Leute. Ihr wart gut drauf. Hier nochmal der Spendenaufruf. Hier könnt ihr eure 5er, 10er, 20er, 50er, 100er, 200er und solange es sie noch gibt, 500er Euro-Noten reinschmeißen. Ich bin für jede Spende dankbar. Kann ich ein bisschen Holz kaufen. Mein Kopf hat nämlich Löcher. Und dann kommt ihr uns mal besuchen auf Baywatch im Hemelinger Hafen. Die komplette Palette. Googelt den Scheiß. Viel Spaß heute Abend.